Ich will für dich arbeiten. Normalerweise lasse ich mir von einem Morrer höchstens eine Keule Fleisch bringen. Aber ich denke, für einen Kämpfer hätte ich eine Aufgabe. Ich brauche einen neuen Boten. Ja, wo darfst du denn hingehen? Was hätte ich zu tun als dein Bote? Du würdest in meinem Namen zu den Minen gehen, dich über die ausbleibenden Erträge informieren und sie zu mir bringen. Und wenn die Minen nicht ertragreich sind, dann wirst du sie wieder in Gang bringen. Ganz einfach. Klingt nach viel Rennerei. Ich bin wahnsinnig scharf drauf. Gut, ich übernehme den Job. Dann fang endlich an und hör auf, nur darüber zu reden. Alter, ich stopf dir das Maul, wenn du nicht gleich ordentlicher mit mir redest hier. Was brauchst du von der Schwefelmine? Das faule Pack in der Schwefelmine im Norden hat mir 30 Schwefelbrocken zugesagt. Geh und treibe sie ein. Und bei unserem Glück können wir das bestimmt noch selbst einsammeln. Was soll ich mit den Goldminen machen? Ich warte schon seit Tagen auf 50 Goldbrocken aus den Minen im Norden. Geh und bring sie mir. Wie du das anstellst, ist mir gleich. Woher bekomme ich Artefakte für dich? Viele Artefakte haben wir aus der Wolfsmine herausgeholt. Jedoch ist die Mine im Moment verlassen. Ein Rudel Stollenwölfe hat sämtliche Sklaven gefressen und die Wärter gleich mit. Besorge dir aus dem Sklavenviertel einige eifrige Sklaven und bring die Wolfsmine wieder in Gang. Die Sklaven werden dir den Weg zur Mine zeigen. Doch vergewissere dich, bevor du die Sklaven zur Wolfsmine bringst, dass die Stollenwölfe fort sind. Das ist ja überraschend, dass es in der Wolfsmine auch Wölfe gibt, oder? Damit hätte man nicht rechnen können. Wo finde ich noch Artefakte, außer in der Wolfsmine? In diesem Teil Myrtanas, um Geldern herum, ist eine große Menge an Artefakten zu finden. Wir sind bisher noch nicht dazugekommen, alle Bereiche zu erschließen. Im Norden gibt es eine alte Ruine auf einer Felsspitze. Geh und sieh nach, was da zu holen ist und bring es mir. Oh Gott, Quests über Quests. Es wird jetzt bestimmt wieder 10 Folgen dauern, bis ich die alle abgearbeitet habe. Na super. Ach, wir haben schon Gold, das ist aber schön. Hier hast du Goldbrocken. Das sind noch nicht genug. Ich brauche 50. Geh und hole sie. Ja, ist doch erstmal ein Anfang. Hast du eine kleine Anzahlung von 5 Brocken? Ist doch auch okay, oder? Erzähl mir was über Xardas. Der Magier kennt das Wirken der Götter. Er trägt das Wissen vieler Leben in sich. Er ist erwählt. Erwählt von Belia, seine Macht zu tragen. Naja, eigentlich hat er sich die Macht genommen. Wir suchen Artefakte. Mehr ist im Moment nicht wichtig. Gibt es Minen im Süden von Geldern? Dort gibt es eine verlassene Mine. Jedoch graben wir dort nicht mehr. Sie warf nicht mehr genug ab. So, dann mache ich mal, das brauchen wir gar nicht fragen. So haben wir das Gespräch abgearbeitet und ich mache mal eine kleine Pause und bin gleich wieder da. Tschüss. Und weiter! So, das ist jetzt schon der zweite Versuch, die Aufnahme wieder zu beginnen, denn gerade eben musste ich feststellen, hatte ich das Ganze bloß runtergeschoben, um hier mal die Platte freizuräumen und sowas, weil ich mir nicht sicher war, wie viel Zeit ich jetzt schon verbraucht hatte und wie viel Speicherplatz das verbraucht hat. Ja, und als ich wieder hochgemacht habe und wieder anfangen wollte aufzunehmen, da war auf einmal das Spiel ganz leise. Jetzt müsste es aber wieder gehen, glaube ich. Halt! Keinen Schritt weiter! Ja, das klingt schon wieder viel besser. Nein! Wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Gut, dann halt nicht. So, in den Tempel geht also nicht. Da müssen wir erstmal hier ein bisschen Vertrauensarbeit leisten hier draußen. Können wir gerne machen. Ist kein Problem. Wir haben ja genug Aufträge gekriegt. Wir schauen uns aber trotzdem mal noch weiter um, würde ich sagen. Was ist denn? Vielleicht nicht gerade bei den Sklaven, die werden jetzt wahrscheinlich eher weniger Aufträge für uns haben. Aber kann ja auch mal sein, ne? Ja, zum Typen hier am Lagerfeuer müssen wir uns nicht setzen. Ich suche eigentlich eher nach Orks und ja, ein Assassin ist natürlich auch nicht schlecht. Hallo Mirzo. Willkommen in meinem bescheidenen Willkommen. Sohn des Mutes. Suchst du Waren aus der fernen Wüste oder bist du auf der Suche nach seltenen Artefakten? Ah, was hast bei du denn? Bei mir wirst du fündig. Was hast du denn, mein Freund? Zeig mir deine Artefakte. Du verkaufst Artefakte? Welch merkwürdige Frage, Sohn des Mutes. Weißt du denn nicht, wo du hier bist? Das ist Geldern. Das Sammelbecken für alle Artefaktjäger des Landes. In keinem Teil Myrtanas gibt es mehr Artefakthändler und Suchende als hier. Selbst ein erfolgreicher Kampf in der Arena wird hier in Geldern mit einem Artefakt belohnt.
Ja, Geld an die Schmuckkiste Mertanas, genau. Wo haben wir denn eigentlich die Arena? Ich habe die immer noch nicht gesehen hier. Aber ich glaube, ich renne auch die ganze Zeit nur im Kreis hier im Dunkeln. Wird Zeit, dass es Tag wird. Woher bekommst du deine Artefakte? Ich bitte dich, mein Freund. Was für ein Geschäftsmann wäre ich, würde ich dir meine Quelle preisgeben. Es wäre besser, wenn du dich um deine eigenen Angelegenheiten kümmerst, Sohn des Mutes. Oh, da habe ich wohl den wunden Nerv von jemandem getroffen, den wunden Zahn. Nein, wie heißt denn das? Ach, egal. Ihr wisst schon, was ich meine. Also, ich soll das herausfinden, das ist aber schön. Weiß nicht, wie ich das machen soll, aber ich denke, das wird sich schon von alleine ergeben. Am besten, wir grübeln erstmal am Feuerchen darüber nach, bei einer schönen Kanne Tee. Das ist eine gute Idee. Ja, hier. Blub. Naja. Keine Zeit verschwenden. Hier sollten wir vielleicht nicht unbedingt klauen, wenn die direkt zugucken dabei. Oh, das sieht sehr nach Arena aus hier drüben. Das sieht sehr nach Arena aus. Du da, Penner, bist du hier der Arena-Meister? Ziemlich beschämend für eine Handvoll Ramsch zu kämpfen. Das sieht gut aus. Ach nein, doch nicht. Der ist selbst, ja, der ist Kämpfer, nicht der Arena-Meister. Warum kämpfst du nicht in einer anderen Arena? Sei nicht so vorlaut, Mora. Wenn ich könnte, dann wäre ich schon lange weg. Was meinst du mit Ramsch? In dieser Arena kämpfst du nur um Artefakte, Mora. Nichts Ehrenvolles, nur alter Kram aus längst vergessener Zeiten. Nichts Ehrenvolles, wenn du mich fragst. Kannst den Scheiß doch eintauschen gegen eine ordentliche Klinge beim nächsten Händler. Meine Güte, stell dich nicht so an. Wie könnten wir deine Ehre wieder aufpolieren? Ich habe von einem Gottlosen gehört, der sich an einer unserer Minen vergriffen hat. Ein abtrünniger Söldner namens Ivan. Tod allen Verrätern! Ivan, der Schreckliche. Den werden wir uns bestimmt noch schnappen, da bin ich mir ziemlich sicher. Verdammt, ich war Dimitar. Du bist ein stolzer, starker Kämpfer, Fremder. Bist du auch gekommen, um Ruhm und Ehre in der Arena zu erlangen? Natürlich. Warum kämpfst du in der Arena? Viele Menschen machen es, um bei Orks Ansehen zu erlangen. Nun, es verbessert in jedem Fall die Lebensumstände, wenn du verstehst, was ich meine. Wir haben sie die ganze russische Ecke mal abgearbeitet. Ivan Dimitar. So, ach, ein Waffenmittel ist aber schön. Davon haben wir noch keine. So, ihr seid bloß Sklaven, ne? Da gehen wir mal hier rein. Ich nehme an, das wird dann hier der Arena-Meister sein. Ich hoffe, du hast einen guten Grund, mich zu wecken. Ja, hab ich, Obelix. Ich will kämpfen. Du siehst kräftig aus, Mora. Ja. Wie wär's mit einem kleinen Kämpfchen in meiner Arena? Ach, sehr gerne, Argenack. Was ist denn das eigentlich für ein blöder Name? Würdest du mich im Kampf unterrichten? Aber erstmal schauen wir hier. Große Waffen wollen wir nicht. Schwere Armbrust wollen wir nicht. Starke Schildparade klingt schon besser. Dazu bist du noch nicht bereit. Na, Jagdpunkte. Ihr wollt mich wohl rollen oder was hier? Ist aber vielleicht... Ja, wir machen das tatsächlich mal. Wir heben uns die Punkte mal auf. Und wenn wir das nächste Mal bei einem Jäger vorbeikommen, dann skillen wir mal auf Jagdgeschick. Denn, nein, das war's nicht, hier war's. Denn wir haben ja jetzt schon gut Stärke hier mit 257 und Jagdgeschick müssen wir dann sowieso noch skillen, denn ich will ja irgendwann mal hier Doppelschwert machen und so, ne? Das wird dann witzig, aber dazu brauchen wir auf jeden Fall Jagdgeschick, warum auch immer. Wir müssen halt geschickt sein. So, aber ich wollte doch eigentlich kämpfen, fällt mir gerade ein. Lass mich in der Arena kämpfen. Gut, dann steig in die Arena. Dimitar wird dein Gegner sein. Wenn ich Dimitar wäre, würde ich als Waffe das Skimitar wählen. Haha! Dimitar, sein Skimitar. Was ist so, ach, der hat ja schon hier. Du Sau. Steht schon mit Kann gezogener Waffe da. Komm, ich hau dir eins aufs Maul, wa? Ich prügel dir, Windelweich. Weich. So. Sache erledigt. Dimitar ausgenommen. Wie eine Weihnachtsgans und der Schädelschild kommt auch in meinen Besitz. Haben wir zwar schon einen, ist aber egal. Kann ich schaden, außerdem haben wir jetzt... Was ist neben den Einkünften für die dann mal zu verkaufenden Gegenstände auch noch... Ich sicherlich... Gut gekämpft, irgendeine Belohnung hier, oder? Ja, eine Steintafel, super. Was will ich mit einer beschissenen Steintafel, ehrlich mal? Ich will einen guten Kämpfer. Sehr gut. Gembak wird dich in der Arena erwarten. Kämpft! Fight! So, los geht's! Dann wollen wir mal den King of Iron Fist Tournament ermitteln.
Ente, der Attackern! Das könnte ich eigentlich auch mal wieder spielen. Was habe ich denn an Tekken-Spielen eigentlich? Huch, du Sau. Ich habe, glaube ich, sowieso bloß für die PlayStation 1 habe ich Tekken 3. Das war immer sehr witzig gewesen. So, ist jetzt aber auch egal. Ruf in Geldern, das war's wahrscheinlich schon, ne? An Arena kämpfen? Oder darf ich jetzt noch gegen den Typen selber kämpfen? Das wäre natürlich auch cool. Hier, wo ich gerade bei Tekken war, das hat damals mir sehr viel Spaß gemacht. Da war ich noch ziemlich klein und da waren Prügelspiele noch richtig geil. Und Tekken 3 habe ich sehr gemocht. Ja, könnte man eigentlich mal wieder. Ja. Muss ich bloß meine PlayStation 1 rauskramen. Ich war ja sehr großer PlayStation-Verfechter, muss ich sagen. Früher. Als Computer noch nicht so viel konnten. Heutzutage ist mir es zu blöd, 70 Euro für ein Spiel auszugeben, wie es bei der PS3 ist. Deswegen habe ich mir gar nicht erst die PS3 angelegt und spiele seitdem nur noch Computerspiele. Was willst du? Nein, Mensch, mit dir will ich da gar nicht reden, Limitar. Ich will mit Gembak reden. Lass uns jetzt nicht. Den Ivan, den können wir später mal aufmischen. Erstmal müssen wir hier unsere Belohnung abholen. Bestimmt wieder so eine blöde Tafel. Das war nicht schlecht. Du kämpfst gut, Morra. So, ich will noch einen Gegner. Aber Kulak ist immer noch Champion. Vergiss das nicht. Sehr gut, dann gib mir den Mann. Wer ist dein bester Mann? Kulak ist ungeschlagener Meister in Geldern. Morra. Ja, dann gib mir den Kulak. Ich will Kulak. Na schön. Ich habe dich gewarnt. Ab mit euch in die Arena. Schick mich in den Kulak. So. Aber erstmal fressen wir hier mal ein bisschen. Komm, Fleisch in die Rübe. Kann nicht schaden. Kulak steht schon bereit. Ich habe es gerade schon zischen gehört. Wie heißt denn das? Wie nennt man das denn? Dieses Klirrgeräusch, wenn man hier das Schwert aus der Scheide zieht. Verdammt. Ja, steh mal auf und guck mir zu, wie ich den fertig mache. Hier, pass auf. Los geht's. So, ein Stück zurück. So. Kann ja nicht das Problem sein mit unserem Freund hier. Oh, das war jetzt irgendwie dumm von mir. Aber nun gut. So. Jetzt aber. Und, ey, stirb! Ich sagte, stirb! Geht doch! Kulak ist Geschichte und ich der neue Champion in der Arena. So geht das. Und diesmal bitte etwas mehr als bloß eine Steintafel, ja? Das wäre sehr schön. Immerhin bin ich hier Champion in Geldern. Du bist ein verdammt guter Kämpfer. So sieht's aus. Willst du nicht für mich arbeiten? Ja, ein Ring, das ist schon mal schön. Wie jetzt für dich arbeiten? Was willst du denn? Ich soll für dich arbeiten? Ich würde es ja selbst erledigen. Aber es ist ein etwas heikel. Mirzo, dieser eingebildete Mistkerl von einem Assassinen, verhüllt mich schon seit Tagen. Jedes Mal, wenn er eine größere Lieferung bekommt, lagert er seinen Unrat direkt vor meiner Arena. Das macht er nur, um mich zu ärgern. Ich würde ihm zu gerne mal einen Denkzettel verpassen. Klar, sehr gern. Der ist sowieso doof zu uns gewesen. Ich kümmere mich drum. Gut, aber töte ihn nicht. Sonst hast du mehr Ärger am Hals, als du dir leisten kannst. Dürfen wir ihm jetzt eine Tracht Prügel erteilen? Das ist doch, das gefällt mir. Aber erstmal gucken wir, was wir für einen Ring gekriegt haben. Könnte ja vielleicht ein nützliches Exemplar sein, aber wir verbraten erstmal die Steintafeln. Hier, deswegen finde ich die blöd, weil das einfach nur altes Wissen ist. Was will ich mit altem Wissen? Ich bin kein Magier. Aber egal. Geld brauchen wir auch nicht unbedingt. Haben wir eigentlich genug, deswegen verkaufe ich die Dinger jetzt auch nicht.